Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es ein Video geben, was ich eigentlich in der Art schon gemacht habe, aber ich einfach gedacht habe, ich frische das Ganze nochmal auf und lade das Ganze so gesehen nochmal hoch. Denn einige Zuschauer haben sich das Ganze gewünscht und ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze jetzt mal. Und zwar erkläre ich euch heute oder sage euch heute, wieso ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, was das für einen Hintergrund hat, wann ich mir gewünscht habe, mit YouTube anzufangen. Hatte ich das schon immer oder hatte ich das einfach nur als Blitzoption in meinem Kopf? All das werdet ihr heute in diesem Video erfahren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Meine Haare sehen heute mal wieder richtig schneaky peaky aus, nämlich gar nicht. Ich hatte keinen Bock, die zu glätten. Ich habe keine glatten Haare, ich habe aber auch keine Locken. Ich habe wirklich irgendwie was dazwischen. Kriegt mich auf, aber meine Haare sind schön lang geworden. Falls ihr Bellen im Hintergrund hört, tut es mir wirklich leid, aber wir haben hier gerade wieder einen Bellverein bzw. ein Bellkonzert. Ist gerade auch die Zeit, vor allem mit dem Hund rausgehen, deswegen stört euch da bitte nicht dran. Das Video, was ich jetzt drehe, wird es auch noch als Teil 2 geben, aber in Teil 2 wird es sich darum gehen, ja, was nach der Monetarisierung passiert ist bei mir, was ich gemacht habe, was ich machen musste, um halt damit selbstständig zu sein, beziehungsweise um das Ganze, was ich hier mache und womit ich Geld verdiene, auch wirklich legal zu machen, beziehungsweise ja, anzumelden. Aber das geht dann alles im Teil 2 weiter. Und moin, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Könnt ihr das hören? Warum muss man immer dann bellen, wenn ich anfange zu drehen? Warum habe ich immer dieses Glück? So, ich hoffe jetzt wirklich, dass dieser Hund die Klappe hält. Ich versuche das Ganze jetzt hier zum 10. Mal schon aufzunehmen. Ich weiß nicht, was das für ein Hund ist. Ich glaube, der ist irgendwo im Garten bei irgendjemandem oder sowas. Und jeder, der vorbeiläuft, der wird halt einfach angebellt. Und das hasse ich halt einfach. Ich habe 17 Jahre lang einen Hund gehabt, aber das hat mein Hund nicht gehabt. Der hat nicht jeden einfach so angebellt, der vorbeigelaufen ist. Und das stört mich halt einfach richtig. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was ich sagen möchte. Und dann bellt einfach der Hund und bringt mich komplett aus dem Konzept. Und dann funktioniert halt einfach überhaupt nichts mehr. So, ich versuche es jetzt nochmal. Ich muss sehr weit ausholen, wirklich sehr weit ausholen. Ich glaube so ziemlich ins Jahr 2009, 2010, irgendwie um den Dreh. Ich glaube sogar, wenn nicht früher. Nee, ich glaube früher nicht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die großen YouTuber, die jetzt gerade unterwegs sind, das heißt zum Beispiel wie Bibis Beauty Palace oder, na gut, Bibi nicht mehr, aber trotzdem alle, die jetzt so berühmt geworden sind, die habe ich halt damals angefangen zu gucken, beziehungsweise die habe ich damals sehr, sehr gerne geguckt. Die haben erst angefangen damals und ja, sowas wie Bibis Beauty Palace, Dagi B, Shireen David, wirklich, die meisten sind jetzt Millionäre, wohlgemerkt, ne? Habe ich jetzt halt mit Deswegen schon gesagt, Melina Sophie, Bibis Beauty Palace, Lion TV, Shireen David, Ape Crime, ich glaube, das hieß früher Ape Crime. Die Außenseite habe ich sehr, sehr gerne geguckt, Fresh Torge, Paola Maria, wen habe ich dann noch geguckt? Also ich hatte wirklich so viele, ich glaube, die heißt jetzt anders heute, Laura Joel oder sowas. Die hieß früher irgendwie anders. Ich glaube, Laura XOXO oder sowas hieß die früher. I don't know. Die habe ich ultra gerne früher geguckt. Auf jeden Fall, damals haben die alle so angefangen und ich habe mir das ja jeden Tag angeguckt. Der ausschlaggebende Punkt, warum ich aber gesagt habe, yo, ich möchte genau das, was die machen, auch machen, daran ist tatsächlich Dagi B schuld und Bibis Beauty Palace schuld. Denn die haben sich damals vor die Kamera gestellt, gesetzt, wie auch immer, und haben DM-Holz gemacht. Und Leute, wisst ihr, wie ich DM-Holz früher gesuchtet habe? Ich habe sie durchgesuchtet. Ich habe sie wirklich durchgesuchtet. Ich habe deren Videos bis zu 10 Mal einfach nochmal angeguckt, obwohl ich sie schon angeguckt habe. Und ältere Videos von denen. Ich liebe einfach DM-Holz und deswegen drehe ich das auch so gerne, weil ich es halt gerne gucke, ne? Und auf jeden Fall, die haben sich da hingesetzt, haben alles doppelt eingekauft und sogar verlost und dann ihre Concealer gezeigt und ihre Duschgele gezeigt. Und ich saß da einfach nur mit meinen 19 Jahren vor dieser Kamera und denke mir so, ich will das auch alles haben. Ich will nicht mal Erfahrung mit dem Schminken. Aber Bibi hat gesagt, Dagi hat gesagt, das ist der beste Concealer, ich muss das kaufen. Leute, ich habe mich damals mit Schminke geschminkt, die entweder von Bibi empfohlen wurde oder von Dagi empfohlen wurde. Foundation, Dagi ist schuld. Concealer, okay, bei vielen Sachen ist Dagi tatsächlich schuld. Mascara, Dagi ist schuld. Concealer, Dagi ist schuld. Also wegen Dagi wirklich habe ich so viele Dinge früher gekauft und mich damit angefangen zu schminken und bin tatsächlich nur ein paar Mal aus der Kurve geflogen. Nicht oft. Ich hatte es wirklich noch sehr im Griff. Naja, durch diese DM-Holz hatte ich tatsächlich richtig, richtig krass den Wunsch, dass ich das Ganze auch machen möchte. Ich will mich auch vor die Kamera setzen. Ich will auch Videos drehen und irgendwie habe ich hier gerade so einen richtig bescheuerten
Lichtstreifen, der mich übel aufregt. Aber gegen die Sonne kann ich jetzt absolut nichts machen. Deswegen hoffe ich, es stört euch nicht. Naja, ich hatte wirklich den Wunsch, ich spule mal so ein bisschen vor, wo es halt richtig krass geworden ist. Das war so, als ich 12 oder 13 Jahre alt war. Da wollte ich unbedingt mit YouTube anfangen. Wohlgemerkt, ich war 12 oder 13 Jahre alt. Irgendwie was dazwischen. Oder keine Ahnung. Halt entweder 12 oder 13, wie auch immer. Das Problem an der ganzen Sache ist, es gab damals auch Musical.ly und das fing halt damals so richtig krass an. Und viele meiner Freunde oder angeblichen Freunde haben dann auch Musical.ly gemacht. Und ich habe mich halt nie getraut. Ich habe mich nie getraut, mich zu filmen oder irgendwie sowas, so gerade beim Musical.ly mit diesen ganzen Effekten und so und da und dies und das. Und ich habe ein paar Mal Musical.lys gemacht, habe auch tatsächlich meine ersten 400 Abonnenten mit Musical.ly gemacht. Ja, und ich habe es einfach geliebt und einfach gestrichen, habe es aber irgendwann sein gelassen, weil viele mir auch eingeredet haben: Hey, Lina, du bist so jung, was willst du machen? Wieso willst du mit YouTube anfangen? Wieso willst du damals Musical.ly machen? Hör mal zu, das, was die machen, das ist kein Job. Das, was die machen, da kannst du nicht viel Geld mit verdienen. Irgendwann später hast du dann das Problem. Und ich so, nein, ich will das unbedingt machen und ich möchte es halt einfach. Ich will auch so sein wie die. Und ich habe es halt dann ganz lange sein gelassen. Ich habe damals auch meinen ersten Freund gehabt, habe dem auch schon gesagt, hey, ich habe voll Bock mit YouTube anzufangen. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Und vor allem meine Eltern würden mich auch so krass auslachen. Und ich war halt einfach, auf Deutsch gesagt, in einer krassen, 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 krassen Zwickmühle. Ich wusste einfach nicht, wie ich das machen soll. Meine Eltern haben sich dann auch irgendwann eine Kamera gekauft. Ich glaube, da war ich 14 oder 15 Jahre alt. Und dann war wirklich, okay, jetzt könnte ich es machen. Ich hätte eine richtig gute Kamera. Eine der neuesten Kameras hätte ich. Ich könnte mich hinsetzen. Ich müsste mir nur ein Stativ kaufen und ich könnte anfangen zu filmen. So, jetzt aber Leute, wieder war dieses: Hey, du bist 14, 15 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt ich da genau war. Mach dich doch nicht lächerlich. Ich hatte halt Angst, dass Lehrer mich sehen. Ich hatte Angst, dass meine Verwandten mich sehen. Ich hatte Angst, dass es gab einfach so viele Leute, wo ich mir dachte, hey, die würden mich auslachen, die würden zu meiner Mutter gehen und sagen, hey, guck mal, was deine Tochter da macht. Meine Mutter würde das Ganze nicht sehr gut heißen, beziehungsweise meine Mutter, ich hätte Ärger bekommen. Ich hätte von meiner Mutter zu hören bekommen, Kind, bist du bescheuert, auf Deutsch gesagt, ne? Weil wir haben damals gewohnt, in einer Ecke gewohnt, wo jeder über jeden gefühlt gelästert hat und wo jeder irgendwie sich, also die Mütter haben sich gefühlt gebettelt, welches Kind besser war. Ich glaube, viele russische Familien kennen das bestimmt und ach, meine Tochter oder auch andere Familien versuchen halt immer irgendwie ihre Tochter zu präsentieren und so weiter und so fort. Okay, oftmals gibt es dann auch solche Gespräche wie, oh, meine Tochter, die auch nicht, oh, meine Tochter, bla bla, obwohl ich alles mache. Sowas gab es halt auch unter der Familie, aber halt so, ja, Verwandte, die man nicht so gerne mochte, mit denen hat man sich so ein bisschen gebettelt. Und ja, deine 14-, 15-jährige Tochter stellt sich online, so gesehen. Ja, und labert da irgendeine Scheiße im Netz. War nicht die Option. Deswegen habe ich es mir wieder aus dem Kopf geschlagen. Ich habe jetzt so ein bisschen die Kamera versucht zu drehen, dass ich noch genug Licht habe, aber dass halt diese Sonne nicht direkt in meinem Gesicht hängt. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Also, irgendwann bin ich halt auch ein bisschen älter geworden und irgendwann ist das halt immer mehr und immer mehr in meinem Kopf verblasst. Ich wollte die ganze Zeit YouTube machen, habe mich aber einfach nicht getraut und ich hatte halt vor allem auch nicht mehr das ach, ich hatte auch auf jeden Fall nicht die Sachen dafür, um mit YouTube anzufangen. Ich hatte keine Kamera, ja. Ich hatte keinen Laptop oder PC, worauf ich schneiden konnte. Und das Wichtigste, ich hatte kein Schneideprogramm. Ich wusste halt einfach nicht, okay, wie soll ich denn bitte mit YouTube anfangen, wenn ich nichts habe? Gut, ich bin dann 16 geworden, ich bin dann 17 geworden. Irgendwann habe ich dann auch Pascal kennengelernt. Und dann sind wir halt auch irgendwann zusammengezogen, als ich 18 war. Und ich weiß gar nicht, wir sind im Jahr 19, glaube ich, zusammengezogen. Ich bin 1 geboren, 19 sind wir zusammengezogen, passt, ich war 18 Jahre alt. Ich habe mir dann einen Job gesucht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon Jobs wirklich durch, da glaubt ihr gar nicht. Und nirgendwo habe ich mich einfach wohlgefühlt. Nirgendwo habe ich mich wohlgefühlt. Ich bin zur Arbeit gekommen, mir ist schlecht geworden. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, ich hatte das Gefühl, ich muss kotzen. Einige denken sich, stell dich doch jetzt einfach nicht an. Viele haben mir das auch gesagt, stell dich einfach nicht an. Arbeite einfach, wir alle müssen arbeiten und du musst das auch. Gut, ich habe es gemacht. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, sobald ich vor der Arbeit ging es mir wirklich gut. Ich hatte kein Problem, so früh aufzustehen. Alles tippitoppi. Aber irgendwann, Leute, irgendwann, wenn du dann auf der Arbeit angekommen bist, mir ist schlecht geworden. Mir ist wirklich kotzübel geworden. Ich habe natürlich angefangen zu arbeiten. Ich habe mich nicht krank gemeldet. Ich habe ganz normal angefangen zu arbeiten, habe meinen Job gemacht.
Und später dann, wo es dann so war, es gibt nichts mehr zu tun, zum Beispiel auf der Arbeit, und dieses blöde Rumstehen, das ist das, was mir am meisten auf den Magen geschlagen hat, weil ich mir immer dachte, ich könnte jetzt nach Hause fahren, ich will nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, ich stehe hier blöd rum, ich soll hier irgendwelche kleinen Mini-Flecken von der Trese irgendwie abwaschen. Es regt mich halt einfach auf, es stinkt hier, und plötzlich hast du alles in Fokus genommen, weil ich halt auch an der Frischetheke gearbeitet habe. Und ich habe halt immer als Ausweg den Weg genommen, ich wechsle einfach den Job. So, ich bin dann von Real, ich zähle mal von Cuxhaven aus auf, von Real bin ich zu Kombi, von Kombi bin ich zu Edeka nach NRW, von Edeka bin ich dann zu Real wieder. Da war ich gerade mal einen Monat, da gab es aber auch richtig Stress, weswegen ich gesagt habe, nee, in diesem Betrieb will ich einfach nicht arbeiten. Von Real bin ich dann zu Hornbach, und bei Hornbach ist dann nichts gegen Hornbach. Ich habe nicht direkt für Hornbach gearbeitet, sondern es gab so eine Leihfirma, die gekommen ist und für Hornbach gearbeitet hat. Und bei dieser Leihfirma habe ich halt so gesehen gearbeitet. Beziehungsweise eine Extrafirma, die dann kam und den Leuten von Hornbach geholfen hat. Da habe ich mich am Anfang sehr wohl gefühlt, bis ich irgendwann dann die Abteilungen wechseln musste und ich mit der Abteilung nicht mehr klargekommen bin. Das heißt, ich war eigentlich in einer Abteilung, wo ich eigentlich gesagt habe, okay, hier kann ich arbeiten, na gucken für wie lange, aber es ist in Ordnung, die Stunden sind in Ordnung, okay, war ein ganzer Tag, aber man konnte so ein bisschen schummeln, man konnte am Tag irgendwie gefühlt 2, 3 Stunden Pause machen und niemand hat es einfach gepeilt so. Deswegen war es einfach ganz chillig, bis ich notgedrungen, ja, die Abteilung wechseln musste und in eine Abteilung gekommen bin, wo ich nicht mehr so flexibel war, wo ich mich komplett meine Pause halten musste, wo ich kontrolliert wurde, was ich mache, und wo es dann wirklich hieß, ja, ich war in der Sani-Abteilung, wo ich jede einzelne Schraube sortieren musste. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. In der Sanitärabteilung bei Hornbach gibt es ein ganzes Regal mit kleinen Schrauben, mit Muttern oder wie auch immer die ganzen Dinger da heißen, mit irgendwelchen Plastikdingern, runde Plastikdeckelchen und Schläuche und weiß jetzt nicht was. Ich musste jeden Tag dieses ganze Regal, was da ist, Leute, und ich will nicht wissen, wie viele Meter das waren, von Anfang bis Ende alles rausholen. Ja, wenn da 200 Schrauben drin waren, muss ich diese 200 Schrauben rausnehmen und jede Schraube sortieren. Weil es gab viele verschiedene. Es gab zum Beispiel 2 mm Schrauben, 3 mm Schrauben, 4 mm Schrauben, und ich musste alle einfach sortieren. Ich bin krank geworden, Leute. Ich konnte nicht mehr. Ich saß da und habe geheult, weil ich einfach nicht mehr wollte. Ich wollte einfach nicht mehr. Jetzt denken sich wieder einige, stell dich nicht an. Ich habe aber wieder dann das Gefühl gehabt, ich bin da so angekommen und habe gesagt, okay, ich kann arbeiten gehen, ohne dass es mir schlecht wird. Und dann plötzlich nur Abteilung gewechselt und von jetzt auf gleich so gesehen, habe ich wieder das Gefühl gehabt auf der Arbeit, ich müsste spucken, ich müsste kotzen, ich habe Kopfschmerzen gekriegt, ich habe Migräne gekriegt. Ich war nicht mal mehr in der Lage auf dem Weg nach Hause, und ich habe halt in einer anderen Stadt gearbeitet. Das heißt, hier habe ich gewohnt in Moers und hier habe ich gearbeitet. Ich bin eine ganze halbe Stunde dahin gefahren. Okay, manchmal halt auch eine Stunde, je nachdem, ob ich Stau hatte oder nicht, aber ich bin halbe Stunde bis eine Stunde bin ich dahin gefahren. So. Egal, auf jeden Fall war ich dann oftmals auch nicht in der Lage, irgendwie mich zu konzentrieren beim Rückweg, ja. Deswegen ist auch am Ende der Unfall wahrscheinlich passiert, das eine Mal. Ich war unglücklich, ich war unglücklich vom Feinsten. So, ich konnte einfach nicht mehr und habe gesagt, ich kündige. War wieder ohne Job und habe mir dann, jetzt kommt der Punkt, ich habe mir einen Job als Reinigungskraft, habe ich angenommen. So. Da war ich super glücklich. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, das könnte die Schiene sein, wo ich glücklich bin. Ich gehe an einen Ort, also ich gehe in ein Haus, ja, putz da und gehe wieder. Es glotzt mich keiner an. Ich habe den Schlüssel, wenn ich komme, ist keiner mehr da. Und ich hatte mehrere Objekte, die so waren, wo ich einfach nur hingekommen bin und es war niemand zu Hause. Ich hatte eigentlich nur solche, wo ich hingegangen bin und niemand war da. Ich habe meinen Job gemacht, alle waren zufrieden. Ich kannte dort die Chefs und sowas, die waren auch alle super zufrieden mit mir. Ich habe meinen Job gehabt und habe mich wieder verpieselt so gesehen. Und das war so wirklich, wo ich sage, okay, als Reinigungskraft, hier bin ich angekommen. Es regt mich keiner auf. Es sagt mir niemand von hinten, du musst das und das machen. Es sagt mir keiner, du musst in 5 Minuten fertig sein. Ich hatte meinen Zeitplan. Und wenn ich früher war, habe ich halt einfach gegammelt, bin ans Handy gegangen, habe TikToks geguckt oder TikToks gedreht sogar. Ja, und es hat keinen interessiert, weil ich war fertig mit meiner Arbeit und es hat keinen mehr gejuckt, was ich dann mache, wenn ich fertig bin. Ich muss halt einfach nur meine Zeit absitzen und dann konnte ich halt gehen. So, aber es hat keinen gejuckt, was ich im Endeffekt mit der Zeit mache, solange ich meine Sache erledigt habe. Und dann irgendwann, ich war wirklich safe mit meinem Job, alles war super. So, jetzt aber zwischen der Arbeit bei Hornbach und der Arbeit bei, also als Reinigungskraft, genau dazwischen
habe ich mich im September 2020 dann endlich getraut, mit YouTube anzufangen. Ich hatte die Krise mit Hornbach, wirklich, beziehungsweise mit der Firma. Nicht mit Hornbach, ich wiederhole, nicht mit Hornbach. Ich habe nur bei Hornbach gearbeitet. Aber ich habe keine Ahnung, wie Hornbach als Arbeitgeber ist. Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich nicht für Hornbach gearbeitet, sondern im Laden bei Hornbach habe ich gearbeitet nur. Ich habe mit Hornbach so gesehen überhaupt nichts zu tun gehabt, außer mit den Mitarbeitern, um zu klären, was ich jetzt machen soll. Aber mit denen wirklich, mit den Chefs, nichts, gar nichts. Naja gut, im September 2020 habe ich mich dann entschieden, durch die Krise bei Hornbach, mit meiner Firma, die ich hatte, dass ich dann anfangen möchte. Ich habe geheult bis zum geht nicht mehr und Pascal wusste, dass ich gerne mit YouTube anfangen möchte und hat dann zu mir gesagt, hey, weißt du was, du gehst jetzt bei Mediamarkt auf die Seite oder bei Saturn auf die Seite oder wir fahren da jetzt hin. Wir sind am Ende zu Mediamarkt gefahren, haben uns dann die MacBooks da angeguckt und hat dann gesagt, weißt du was, du hast ja ein iPhone. Du bist richtiger iPhone-Mensch. Es bringt nichts, wenn wir dir einen normalen Laptop kaufen. Du brauchst ein MacBook. Dann kannst du auch vernünftig schneiden. Und ich wusste, dass es beim MacBook dieses Programm iMovie gibt, womit ich halt kostenlos die Möglichkeit habe zu schneiden, beziehungsweise meine Videos zu schneiden. So, wir haben uns das Ganze angeguckt, ich habe mir ein Modell ausgesucht und habe es aber dann auf einer anderen Seite bestellt, weil das halt zu diesem Zeitpunkt mit Prozenten dort günstiger war. Ich habe mir dann mein MacBook bestellt, es kam dann an und so gesehen war nichts mehr im Wege. Ich hatte ein gutes Handy, ich hatte ein gutes iPhone zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, damals hatte ich, ich hatte auf jeden Fall ein gutes Handy. Nicht das neueste Modell, ich glaube das Modell davor. Ich hatte ein gutes Handy. Ich hatte ein MacBook, das Wichtigste, womit ich schneiden konnte. Ich konnte per AirDrop die ganzen Sachen auf meinen Laptop rüber schicken. Ich habe mir auch Softboxen bestellt. Grüße gehen raus, Xenia, an dich vom Kanal Xenia Gorina. Ich werde ihren Kanal nochmal unten in die Infobox reinpacken. Ihr Mann hat mir dann Softboxen bestellt. Genau, seht auch eine. Und ich habe dann eine gehabt zu dem Punkt. Und ich hatte eigentlich alles, um dann mit YouTube anzufangen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt. Damals vor mein weißes Regal, so ein ähnliches wie Bibi's Beauty Palace damals hatte, bloß dass meins so runterging. So, es war kein viereckiges Regal, sondern es ging so runter. Also unten waren dann, ich glaube, 4 Fächer, oben waren dann 3, dann 2 und dann ganz oben war einfach. Ich glaube, einige wissen, was ich meine, das ist dieses Poco-Regal. Und das hatte ich dann auch so ein bisschen befüllt, habe mich dann davor gesetzt und habe dann angefangen mit meinem ersten Video. Und das war ein Q&A bzw. ein Vorstellungsvideo. Da hatte ich einfach random auf Instagram ein paar Leute gefragt, ob sie ein paar Fragen hätten, wenn ich mit YouTube anfangen würde. Und dann habe ich so ein paar Fragen zusammenbekommen. Und genau, dadurch ist dann mein erstes Video, mein Q&A entstanden, mein Vorstellungsvideo. Und Leute, zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann auch den Wechsel als Reinigungskraft. Und ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so glücklich wie zu diesem Zeitpunkt. Ich habe mit YouTube angefangen. Ja, das war für mich das Größte, was es gibt. Und ich bin bis heute Pascal so unglaublich dankbar, dass er mir einfach ins Gewissen geredet hat und gesagt, scheiß mal jetzt auf andere. Du wohnst nicht mehr in Cuxhaven. Ja, du bist in einer Stadt, wo dich keiner kennt. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich auch nur Xenia. Und Pascal war meine Familie und Xenia war meine Familie. Ist ja auch immer noch. Was will ich verlieren? Was will ich verlieren? Es ist keiner mehr aus Cuxhaven da, der dich angucken kann und sagen, du. Guck mal, du, ich habe dich auf YouTube entdeckt oder weiß ich nicht was. Was machst du für eine Scheiße oder sowas? Nein, sowas gab es ja nicht. Hat er gesagt, was willst du verlieren? Was? Dich kennt hier keiner. So, juck dich nicht. Hast doch das Beste, was es gibt. Es kennt dich keiner. Mach und fang an. Und ich bin dem Sohn unglaublich dankbar, weil ich war so glücklich, dass ich mit YouTube angefangen habe. Und ich war so glücklich, dass ich einen Job hatte, in dem ich mich wohlgefühlt habe. Und zwar als Reinigungskraft. Ja, man kann als Reinigungskraft sich wohl in dem Job fühlen. Es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, Toiletten zu schrubben. Es war mir scheißegal im Endeffekt. Ich war so glücklich mit dem, was ich zu diesem Zeitpunkt gemacht habe. Und ich weiß noch ganz genau, Leute, ich habe meine ersten 12 Abonnenten gehabt. Ich bin auf die Seite gegangen. Ich hatte auch sehr viele Hate-Kommentare. Unterschätzt das nicht. Unterschätzt das nicht, Leute. Ich hatte massenweise Hate-Kommentare. Ich hatte nicht mal 5 Abonnenten und ich habe Hate-Kommentare gehabt von du Dicke, schäm dich, dass du YouTube machst. Unglaublich, was für eine scheiß Qualität, was für einen scheiß Schnitt, was du da hast. Einfach alles. Ich wurde so gehatet, gerade in der Anfangszeit, Leute. Das kann man nicht mit jetzt vergleichen. Also das, was ich jetzt an Hate-Kommentaren bekomme, das ist ein Witz. Das ist ein Witz gegen dem, was ich damals bekommen habe. Da muss man starke Nerven haben und viele, 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 denke ich, hätten zu diesem Zeitpunkt auch schon aufgehört mit YouTube, weil das war krank, was ich an Nachrichten bekommen habe. Krank war das. Ich wurde so beleidigt, das ist nicht mehr normal. So, auf jeden Fall habe ich das dann weitergemacht und ich habe meine ersten 12 Abonnenten gehabt und stand halt zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, das war mein letzter Tag, den ich bei Hornbach hatte. Wie gesagt, das war gerade so in diesem Wechsel.
So, das waren die letzten Tage, wo ich mich entschieden habe, okay, ich fange jetzt mit YouTube an. Und das waren halt die letzten Tage, wo ich halt beim nächsten Job angefangen hätte. So, ich habe jetzt gerade nochmal kurz zurückgespult. Also meine ersten 12 Abonnenten, da weiß ich noch, ich stand vor Hornbach, Pascal musste mich zur Arbeit fahren, weil ich halt einen Autounfall hatte. Und ich musste halt noch warten, bis mein neues Auto abholbereit ist. Ich stand da, öffne meine YouTube-Studio-App. Auf einmal sehe ich 12 Abonnenten. Leute, ich bin mitten in der Nacht, es war nicht mal 6 Uhr morgens, ich bin durch diesen Hornbach-Parkplatz gerannt und habe einfach geschrien. Geschrien, weil ich so glücklich war. Irgendwann ist dann ein Hornbach-Mitarbeiter gekommen, die durften mich halt noch nicht reinlassen, ich musste draußen warten, aber die haben mich halt gesehen. So. Und die fragen nur so, ist alles in Ordnung bei dir? Brauchst du irgendwas, wenn wir dir ein Glas Wasser holen? Ich so, nein, alles in Ordnung, alles super. Ich habe ihm zwar nicht gesagt, wieso ich jetzt so geschrien habe, aber ich war super glücklich. Und dann habe ich auch ein paar Tage später, wie gesagt, beim neuen Job angefangen. Und ich war glücklich. Ich war so glücklich mit meinen Jobs, die ich in Anführungsstrichen hatte. YouTube, da habe ich noch nichts verdient. Und Reinigungskraft, ich war, ja. Und von September 2020 bis Mai 2021 habe ich sogar tatsächlich meine Monetarisierung geschafft. Das heißt, ich habe weniger wie ein Jahr gebraucht, um mich zu monetarisieren, beziehungsweise um meine ersten 1000 Abonnenten zu knacken. Und ab Mai 2021 fing dann halt einfach alles bei mir an. Es ging alles noch mehr in die positive Richtung. Also es war schon so positiv, ich war glücklich, aber es ging einfach nur noch bergauf und bergauf und bergauf und bergauf. Es kam immer mehr Leute dazu, ich habe mich monetarisiert, ich konnte auch endlich Geld damit verdienen. Und ich konnte halt ab Mai 2021, konnte ich halt einfach schon Stunden abbauen in meinem Reinigungskraftjob. Das bedeutet, ich habe im August, habe ich in meinem Reinigungskraftjob, auch wenn ich den super, super gerne gemacht habe, also wirklich super, 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 super gerne, bin ich damit den Stunden runtergegangen und habe dann nur noch auf Minijob-Basis gearbeitet. Habe noch einen anderen Minijob gehabt, da bin ich auch circa auf meine 700, 800 Euro im Monat noch gekommen. Plus das, was ich halt mit YouTube verdient habe, also es war schon ein bisschen Geld, was ich so gesehen bekommen habe. Und ja, im Laufe des Jahres konnte ich halt weiter und weiter und weiter abbauen und konnte sogar dann irgendwann sagen, okay, ich brauche den Reinigungskraftjob auch gar nicht mehr. Und so hat sich das alles bei mir zum Positiven gewendet. Also Leute, ein kleiner Tipp von mir an euch. Gebt nicht eure Träume auf, wenn irgendwelche Leute zu euch sagen, das ist kein Job, das kannst du nicht machen. Wenn du das willst, dann kannst du das. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ihr morgens zur Arbeit geht und ihr habt das Gefühl, ihr müsst kotzen oder spucken oder ihr bekommt Kopfschmerzen, weil ihr zur Arbeit geht, dann setzt euch mal hin und überlegt euch, ob das, was ihr da macht, überhaupt das Richtige für euch ist. Ja, ich habe damals, wo ich halt gearbeitet habe bei Real und sowas, da habe ich halt eine Ausbildung angefangen und das war halt einfach nichts für mich. Vielleicht hätte noch irgendein anderer Job sehr gut zu mir gepasst, aber ich habe halt früh für mich erkannt, dass das, was ich da gemacht habe, der Einzelhandel, einfach nichts für mich ist. Und das merkt man halt an diesen folgenden Symptomen. Du hast keinen Bock. Ja, dieses Kotzen, dieses Übelkeit, dieses Gefühl, dass du jetzt gleich erbrechen musst, das ist einfach pures, du hast keine Lust, zu dieser Arbeit zu gehen. Du hast einfach keinen Bock, Leute. Das habe ich irgendwann auch gemerkt. Ich habe keine Lust, dorthin zu gehen. Ich möchte nicht zu dieser Arbeit gehen. Leute, das sind zwei Welten. Ich hatte keinen Bock für den Einzelhandel, um 4 Uhr morgens aufzustehen. Ich konnte aber zum Reinigen, konnte ich um 3 Uhr morgens von mir aus aufstehen, war mir scheißegal. Ich bin nach Hause gekommen und also ich war auf der Arbeit, habe meinen Scheiß fertig gemacht und bin wieder gefahren. Ich hatte keinen Bock, früh aufzustehen. Ich habe kein Problem damit, für YouTube die ganze Nacht wach zu bleiben und Videos zu schneiden oder Videos zu drehen. Habe ich auch kein Problem. Manchmal habe ich so krassen Schlafmangel. Trotzdem, ich liebe meinen Job. Ich liebe es, Videos für euch zu drehen. Und wenn man seinen Job liebt, dann macht man das auch gerne. Und dann hat man nicht mehr diese Ich-habe-keinen-Bock-Einstellung. Das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, da habe ich manchmal wirklich keinen Bock drauf, wenn ich so 60-minütige Videos habe, die ich runterschneiden muss, das ist dann manchmal nur so, ich habe keinen Bock mehr auf dem Stuhl zu bleiben, weil irgendwie, du kriegst Rückenschmerzen. Aber es ist halt einfach, ich kann meine Stimme irgendwann selber nicht mehr hören, ja. Das ist dann irgendwann so, dann guckst du dich selber so an. Also wenn ich ein Video schneide, dann gucke ich mich einfach selber an und denke mir nur so, kannst du nicht mal langsam die Fresse halten? Mädchen, wiederhole es auch noch 10 Mal. Und dann fange ich halt so gesehen an, mich selber zu dissen, so mich selber zu korrigieren und denke mir einfach nur so, was für eine scheiß Person ist da eigentlich vor mir? Du selber, Mädchen. So, wisst ihr, also gebt niemals eure Träume auf. Wenn ihr euch denkt, oh, ich will auch YouTube machen, ja, macht es halt einfach. Denn Leute, das, was ich damals gedacht habe, dass meine Eltern sagen, hier, was macht mein Kind für eine Scheiße? Dass Freunde sagen, oh mein Gott, was machst du für eine Kacke? Wovor ich damals Angst hatte,
Das hätte ich gar nicht haben müssen. Meine Eltern sind unglaublich stolz auf mich, dass ich das mache. Mein Vater feiert meine Videos. Mein Vater guckt sie sogar meine TikToks mittlerweile an und liked die alle. Und findet das einfach so krass, was ich mache. Und unterstützt mich sogar so weit, wie es geht. Meine Eltern auch, ja. Meine Schwester, wirklich, der bin ich so unglaublich dankbar. Die ist wirklich mit einer der größten, die größte Hilfe, die ich habe. Freunde haben super reagiert. Andere Familienmitglieder, wie dein Kind kann damit Geld verdienen, die waren sogar überrascht, dass das möglich ist, so Geld zu verdienen. Und ja, die Angst, die ich damals hatte, diese Zweifel, die ich damals hatte, die sind unberechtigt gewesen. Ich hätte einfach damals auf gar keinen hören müssen. So, und ich hätte schon mit 15, 16 anfangen können mit YouTube. Also wirklich, ich hätte einfach mein Ding durchziehen können. Ich war damals auch mit dem Kopf schon weit genug. Ich meine, wenn ich arbeiten gehen konnte, hätte ich auch Videos drehen können. So nach dem Motto, klar, ich hätte nichts über Gott in die Welt erzählen können, weil keine Erfahrung da ist. Aber ich hätte trotzdem so irgendwelche coolen, witzigen Videos trotzdem hochladen können. Deswegen bin ich da an dieser Stelle ein bisschen traurig, dass ich nicht eher angefangen habe. Aber umso glücklicher, dass ich es überhaupt gemacht habe. Und das war meine Geschichte. Ich hoffe, euch hat es gefallen, meine lieben Leute. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Meine Schnutis, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich selber ein Däumchen nach oben über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst ihr in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch, Schnutis, da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.